Mit dem neuen Update, mit dem Electricity Update in Rust, sind viele Möglichkeiten dazugekommen, aber auch viele Probleme beim Umsetzen von erdachten Möglichkeiten. Und ich will euch jetzt hier zeigen, woran es manchmal scheitert und welchen Workaround es gibt und was man überhaupt so machen kann. Die Electricity wird auf jeden Fall weiter eine große Rolle spielen. Aber heute wollen wir uns mal anschauen, wie man eine automatische Beleuchtung machen kann. Dazu brauchen wir nicht viel. Wir brauchen, ich sage immer, zwei Solarzellen. Warum zwei, erkläre ich euch gleich. Und einen Locker. Und natürlich eine Lampe. Wir nehmen jetzt zur Schadenscheinigkeit halber mal so ein schönes Licht hier. Okay. Warum zwei? In der Nacht soll ja das Teil, also das Licht wieder ausgehen. Und das ist halt nur gewährleistet, wenn wirklich auf keinem der Teile hier Schatten liegt. Also man sieht hier, ist die Sonne da drüben schon. Spät haben wir es. Es ist 2 Uhr nachmittags. Also wird der Schatten irgendwann hier rumwandern und das Ding hier treffen. Ja. Aber wir wollen ja sicher sein, dass bei beiden Seiten keine Beleuchtung mehr kommt. Also hier auch noch mal eins. So. Was brauchen wir dann noch? Wir brauchen natürlich wieder einen Kombinator, Quellenkombinatoren. Der ist dazu da, um zwei Energiequellen zusammenzuführen. So, dann bauen wir hier den Quellenkombinator dran. Den kann man leider auch nicht umdrehen. Das ist ein bisschen schwierig, den mal zu verdrahten. Weil die Eingänge immer bei einem selbst liegen. Und natürlich hier der Ausgang hier drüben ist, aber das macht ja nichts. So, den da dran. Und jetzt haben wir hier einen Ausgang 32. Okay. Und diese 32, die benutzen wir jetzt, um unsere Sache weiterzubauen. Und zwar mit dem Blocker. Das ist relativ simpel. Man baut sich den Blocker irgendwo hin. Der kann man Gott sei Dank auch auf dem Boden bauen. Ja. Dann bauen wir ihn gleich mal hier drüben hin. Und die Lampe dann dahinter. So. Gut. Hier haben wir einen Stromausgang. Der soll auf die Lampe in den Eingang gehen. Wir brauchen hier natürlich Strom. Nehmen wir mal die erste Abzweigleitung. So. Die kommt an den Stromeingang und das Blinklicht funktioniert, weil Strom ist ja da. Und automatisch machen können wir es, wenn man mal diesen Blocker dazu benutzt. Wenn der Strom dran kommt, dann blockiert er nämlich die Durchleitung, diesen Blocker hier an der Seite mit Strom zu versorgen. So, und solange jetzt eines der beiden Panels noch genug Sonnen kriegt, genug Licht kriegt, wird hier eine Spannung anliegen. Das wird natürlich jetzt nichts passieren. Ja, jetzt warten wir, bis es dunkler wird. Ja, wir sehen jetzt, der Schatten ist schon weiter hier vorgegangen. Schon die Hälfte der Platte ist jetzt schon mit Schatten. Das heißt, hier im Ausgang werden wahrscheinlich auch nicht mehr... Ja, es liegen noch... Naja, 24 liegen noch an. Und wenn der Schatten weitergeht, dann... Das Panel kriegt eh fast kein Licht mehr, weil ja von da drüben die Sonne kommt, die Einstrahlung kommt. Solange wir warten, möchte ich euch noch etwas anderes zeigen, wofür Elektronik benutzt werden kann. Hat zwar nichts mit Elektronik zu tun, aber ist vielleicht für euch nützlich. Ihr kennt es doch, wenn Leute euch sich an einer Base hochbauen. Ja? Da bauen sich hier so ein Teil hin, dann schatten sie drauf und bauen sich so hoch. Ja, das könnt ihr verhindern, indem ihr immer an den oberen Enden das hier anbringt. Einen HLF-Sensor, der blockiert das Baurecht. Den muss man dann entfernen, um da bauen zu können. Ihr macht es damit nicht unmöglich zu bauen, aber ihr macht es auf jeden Fall schwieriger. Und wenn die Leute das dritte, vierte Mal anfangen müssen, die wegzuballern oder wegzuschlagen, dann wird ihnen vielleicht auch die Baulust vergehen. Oh, jetzt sieht man schon, oh, die Lampe ist angegangen. Der Schatten ist hier weiter vorgegangen. Es ist nicht mehr genügend Strom da, das heißt, hier wird am Ausgang jetzt wahrscheinlich nichts mehr anliegen. Null, genau. Und jetzt brennt, ab jetzt brennt das hier. Wir haben jetzt 4 Uhr nachmittags. Das heißt,
Wenn ich das jetzt weiter darüber setzen würde, würde es natürlich dann auch noch später werden und dann erst das Licht angehen. Das heißt, diese beiden sollten eigentlich an einem günstigen Standort stehen, wo so möglichst lange in der Früh möglichst früh das Licht einsetzt und abends möglichst spät das Licht weg ist. Ja, so einfach kann man so eine Schaltung bauen, da kann man natürlich jetzt auch eine Deckenlampe dran bauen. Man hat ja noch so die Durchleitungsfunktion. Ist sie denn die Lampe? Da ist sie. Okay. Kann man natürlich nur Decken hinhängen. Also bauen wir schnell eine Decke drauf. Lampe dran und Stromeingang finden. Nicht den Durchgang, der Stromeingang. Gehen wir hier runter. Wir haben dem Ganzen hier eine Energie von 2 zugeteilt. Wir haben hier auch eine Durchleitung. Das heißt, jetzt haben wir wieder das Problem. Die Lampe hat zwar Strom, aber die nächste nicht, weil die selber einen Strom verbraucht. Und wir haben hier ja nur 2 zugeteilt. Also teilen wir jetzt hier 3 zu. Und schon ist die Lampe an. Ihr seht also, ihr müsst auch viel mit dieser Energie überlegen, weil jedes Teil selbst eine Energie verbraucht. Selbst der Blocker verbraucht eine Energie. Ihr kommt hier rein mit 3 und kommt hier raus mit 2. Also der Blocker selber verbraucht auch eine Energie. Das müsst ihr immer im Auge behalten und euch auch überlegen, so ein Torrent braucht 10. Und bis dorthin, wenn ihr da Elektronik dazwischen habt, dann verbraucht ihr auch noch Strom. Also ich rechne immer mit 15 pro Torrent Stromverbrauch, bis ich endlich dort bin. Am nächsten Tag wird es wieder aufhören zum Leuchten. Und so könnt ihr ganz schnell eure Base automatisch beleuchten und es hat auch den Anschein nach außen, es wäre immer jemand da. Aber dazu komme ich auch noch später nochmal mit dem immer wieder da sein. Weil ja nachts automatisch das Licht angeht, man kann aber allerdings auch noch mehr tricksen, indem man zum Beispiel Türen automatisch bewegt, per Timer und per Zufall. Und so zum Beispiel eine normale Tür oder eine Garagentor auf und zu macht. Und ja, das hört man dann. Und da denkt man natürlich, da ist jemand da, da wird man jetzt keinen Offline-Raid starten können. Also um ehrlich zu sein, online geradet bin ich worden noch nie. Nur immer offline und ja, da hat man dann wenig Möglichkeiten. Aber mit dem HLF-Sensortrick kann man zumindest verhindern, dass sie ganz schnell hochbauen.